Willkommen zu meinem nächsten Let's Play, und zwar zu Die Siedler, Aufstieg eines Königreichs. Für alle diejenigen, die es jetzt erstmal interessiert, ganz kurz, ursprünglich habe ich ja Zelda BOTW und Hyrule Warriors Age of Calamity gerade am Let's, bin ich halt gerade am Let's Playen. Ja, dass zwei Riesenkolosse sind und ich in letzter Zeit irgendwie nicht so wirklich sehr, ich sag jetzt mal, motiviert bin irgendwie. Keine Ahnung warum, woran es genau liegt. Ich habe da so ein paar Sachen, aber die sind eher privat. Aber ja, deswegen habe ich mir gedacht, weil ich von der Aufnahme jetzt gestern her mir gedacht habe, random, komm, ich möchte mal wieder das Game zocken. Hab dann eine Mission gemacht. Und ja, deswegen ist jetzt hier das Let's Play. Keine Ahnung, wie ich es anders sagen soll. Irgendwie, ich habe mal wieder richtig Bock auf das Game gehabt. Damals habe ich mir auch überlegt, ob ich dieses Game hier vielleicht als allererstes Let's Playen soll. Allerdings, das fehlende Wissen und so weiter. Aber gut, kommen wir ganz kurz zu dem eigentlich Wichtigen hier vom Spiel. Vielleicht kann man nachher mal irgendwann random dazu reden. Und zwar, Die Siedler, Aufstieg eines Königreichs, oder auf Englisch Rise of an Empire, so hieß es, kam am 28. September, jetzt haltet euch fest, 2007 raus. Ihr habt die Anfangssequenz gesehen, ne? Also für damalige Verhältnisse muss das bombastisch gewesen sein. Ich erinnere mich noch, wo ich das Game damals bekommen habe, das war nicht viel später tatsächlich. 2010, glaube ich, oder so, um den Dreh. Auf jeden Fall, das Game, ich habe das so gesuchtet und mit dem verbinde ich auch sehr viel Nostalgie. Die Musik ist übrigens auch bombastisch gut, finde ich. Sehr schön mittelalterlich angehaucht. Und ja, diese Szenerie hier ist fast 1:1 so im Spiel enthalten. Klar, manchmal sieht man es noch, ne, dass die Grafik nicht unbedingt auf dem neuesten Stand ist. Aber ja. Egal, jedenfalls, ich kann sagen, ich liebe dieses Spiel hier. Wirklich, es ist eins meiner Lieblingsspiele, auch aus heutiger Sicht noch. Ich habe bloß das Game schon jahrelang nicht mehr wirklich aktiv angefasst. Ich habe nämlich vor, jetzt hier die Kampagne zu machen. Und je nachdem, ob ich Bock habe, sobald ich mit der Kampagne fertig bin, vielleicht noch die freien Spiele. Ich kann mal ganz kurz reingehen. Ihr seht hier auch schon, hier gibt es zwei Missionsarten. Einmal freisiedeln und einmal mit Missionsziel. Was ich gerne machen würde, wären tatsächlich alle Missionsziele und die Freisiedeln-Mission einfach mal kurz reinschauen. Muss es nicht allzu lang sein, ob ich die jetzt wirklich komplett durchspiele oder nicht. Weil, ja. Kommen wir also dazu, wenn es dann soweit ist. Erstmal geht's zur Kampagne. Und beginnen tut die Kampagne hier in Westholm. Und ich würde sagen, starten wir mal. Das Spiel hat übrigens auch eine deutsche Sprachausgabe für diejenigen, die es nicht wissen sollten. Die ich sehr, sehr mag, muss ich sagen. Aber gut, fangen wir doch einfach mal an. Willkommen in Westholm. In eurer königlichen Stadt leben zuverlässige und fleißige Siedler, die unter eurer Herrschaft glücklich und zufrieden sind. Von hier aus könnt ihr eure Ritter entsenden, um den Siedlern in fernen Ländern beizustehen und euer Reich zu vergrößern. Mit ihrer Hilfe könnt ihr es schaffen, das ganze Königreich in neuem Glanz wieder auferstehen zu lassen. Euer Majestät, ich bin Lord Marcus und dies ist Lady Alandra. Wir danken euch, dass ihr uns zu euch gerufen habt. Wir sind stolz darauf, in euren Diensten zu stehen. Wir möchten euch auf ein Problem aufmerksam machen. Wählt einen von uns, um sich dieses Problems anzunehmen, sobald ihr meinen Bericht vernommen habt. Banditen überfallen die Händler in unserem Königreich. Ihr werdet diese Karte wiedererkennen. Sie zeigt die königliche Stadt in Westholm, unsere Heimat. Wir haben Berichte erhalten, wonach Banditen die Händlerkarren auf der südlichen Handelsroute überfallen. Lady Alandra und ich schlagen deshalb vor, dass einer von uns beiden an dieser Stelle eine Siedlung in der Nähe der Handelsroute errichtet.
Eine Siedlung dort wird die Händler schützen und die Banditen in Schach halten. Schickt mich, Majestät. Ich werde diese Gesetzlosen ihrer gerechten Strafe zuführen. Ja, jedenfalls, so funktioniert das hier. Und das ist immer ganz witzig hier, dieser Bildschirm. Ich zeig's euch nämlich gleich. Euer Majestät, Marcus ist jung und mutig, gewiss. Doch in diesem Fall solltet ihr lieber auf meine Erfahrung vertrauen. Der direkte Weg ist immer der beste. Ich erwarte eure Entscheidung, euer Majestät. So, das ist immer wieder ganz witzig, weil die sich ja so gegenseitig versuchen, irgendwie auszuspielen. Finde ich eine sehr, sehr schöne, sehr schön, so nebenbei mal. Und generell, ich finde diesen Bildschirm auch ziemlich schön. Der direkte Weg ist immer der beste. Da ich diesen Spruch hier fast immer teile, würde ich sagen, ich nehme für die erste Mission definitiv mal Marcus. Für die zweite würde ich dann tatsächlich mal Alandra nehmen. Also würde ich sagen, Mission starten. Gut, jetzt wird es natürlich nicht mehr vorgelesen, weil wäre jetzt so schön gewesen. Wir müssen eine Stadt nahe der Handelsstraße errichten. Das hält die Banditen zurück und macht den Handel sicherer. Ja. Hier fängt es nicht doch gleich an. Okay, gut. Ich habe bloß ein kleines Manko, da kann aber das Spiel nicht mehr wirklich was dafür. Ein kleines Manko ist, normalerweise wird man die Karte, werdet ihr gleich sehen, die Kamera kann man bewegen, indem man halt hier so rechts, links und so weiter mit der Maus hingeht. Das einzige Problem, was ich habe, ist... zweiter Bildschirm und so. Das Problem ist, es erkennt natürlich nicht, dass hier ein zweiter Bildschirm ist. Es ist ein bisschen ätzend manchmal. Aber gut, wir machen mal das Beste draus. Willkommen bei Die Siedler. Ich habe mir erlaubt, unsere Mission vorzubereiten. Bitte drückt die hervorgehobene Schaltfläche, um fortzufahren. Ja, es ist halt das Tutorial, ne? Wir machen es mal komplett durch, so wie es gespielt werden soll. Die Übersichtskarte rechts zeigt das ganze Missionsgebiet. Die Grenzen der Territorien sind als farbige Linien eingezeichnet. Ihr könnt auf die Übersichtskarte klicken, um die Kamera an eine andere Stelle zu bewegen. Zoomt heraus, indem ihr das Mausrad rollt. Drückt den mittleren Mausknopf, um die Kamera zu bewegen. Ich erwarte euch auf dem Marktplatz in der königlichen Stadt Westholm, die sich östlich von euch befindet. So, ihr seht jetzt auch hier diese Pfeile hier. Die gibt es nur im Tutorial, die gibt es sonst nicht. Die gibt es wirklich nur im Tutorial. Und ich muss hier leider mit den Pfeiltasten arbeiten, das ist nervig, aber ja. Manchmal hakt das Spiel leider so ein bisschen, wie man es gerade merkt, beim Aufbauen. Ich weiß es nicht, woran es genau liegt, ob es jetzt wirklich das Spiel ist oder ob es mein PC ist. Ich hoffe mal, das ist das Spiel an sich und nicht mein PC. Das ist ja schon ein bisschen traurig. Wobei das Spiel auch echt sehr, sehr grafisch gut aussieht. Ich meine, ihr seht's. Na? Da, ja. Hier bin ich. Sehr gut. Lasst uns fortfahren. Also ihr seht halt auch wirklich, das Spiel sieht halt wirklich so aus wie in der Cutscene. Hauptsächlich zumindest. Und ja, übrigens, kleiner Fun Fact. Wenn man hier Marcus auswählt für die erste Mission, steht hier Alandra. Und umgekehrt. Um mir Befehle zu erteilen, müsst ihr mich zuerst anwählen. Bewegt den Mauszeiger auf mich und drückt die linke Maustaste. Ihr könnt mir einen Marschbefehl erteilen, indem ihr an die... Das war leicht, nicht wahr? Als nächstes begeben wir uns zu Lady Alandra. Sie befindet sich in der Nähe des Südtors von Westholm. Schon unterwegs. Ja. Jetzt reitet er dahin. Erstmal die ganzen Weber überrennen, warum denn auch nicht? Ich grüße euch, Marcus. Haltet auf dieser Mission die Augen offen und unterschätzt diese Banditen nicht. Ihr müsst eine neue Siedlung errichten und so dieses Gebiet sichern. Diese Banditen haben in den letzten Monaten etliche Händler überfallen. Es gibt hier eine alte Burg, die wir als Basis verwenden können. Ihr findet sie, wenn ihr die Straße nach Süden nehmt und dann dem Pfad nach Westen folgt. Ja, oder man macht es ganz einfach, folgt den blauen Pfeilen. Sofort. Aha. Ah, ein Ritter. Gut, dass ihr von unserer Majestät geschickt wurdet. Die alte Burg liegt westlich von hier. Folgt einfach dem Pfad.
Damit hat man auch die Erklärung, wohin wir ganz genau müssen. Also auch in-game erklärt. Auf euren Befehl. Sofort. Also ab und zu hakt es hier schon so ein bisschen. Ich weiß nicht, woran es ganz genau liegt. Wählt den Marktplatz durch einen Klick mit der linken Maustaste an. Dies ist der Marktplatz. Eure Siedler kommen entweder hierher, um zu feiern, oder um euch zu zeigen, dass sie unzufrieden sind. Wählt nun die Burg an. Dies ist unsere Burg. Dort wird unser Gold gelagert. Die Menge des Goldes wird am oberen Bildschirmrand neben dem Ruf der Stadt angezeigt. Wählt nun das Lagerhaus an. Übrigens hier, Ruf der Stadt und so. Dies ist unser Lagerhaus, in dem wir Rohstoffe aufbewahren. Die vorhandenen Rohstoffe werden am oberen Bildschirmrand angezeigt. Der Ruf der Stadt wird am oberen Bildschirmrand angezeigt. Derzeit ist er sehr niedrig, aber wenn unsere Stadt wächst, wird auch ihr Ruf sich verbessern. Ruf das Menü Stadtinformationen auf. Das Menü Stadtinformationen zeigt die Anzahl der Siedler, Ehefrauen und Soldaten in eurer Stadt an. Wenn ihr abermals auf die Schaltfläche klickt, schließt ihr das. Öffnet die Goldübersicht am oberen. Die Goldübersicht zeigt die monatlichen Steuern und den Sold eurer Truppen. Später könnt ihr diese Werte einstellen. Schließt dieses Menü, indem ihr abermals die Schaltfläche anwählt. Öffnet die Rohstoffübersicht am oberen Bildschirmrand, indem ihr die hervorgehobene Schaltfläche anwählt. Das muss so genervt haben, das eigentlich einzusprechen, ne? Die Rohstoffübersicht zeigt alle Rohstoffe im Lagerhaus an. Holz und Stein, die zum Bauen benötigt werden, werden immer neben der Schaltfläche angezeigt. Ihr könnt das Menü schließen, indem ihr abermals die Schaltfläche... Beginnen wir damit, unsere Siedlung zu errichten. Das Baumenü befindet sich am rechten Bildschirmrand. Wählt sehr gut. Als erstes benötigen wir Holz, um eine Stadt aufzubauen. Wir sollten an einer günstigen Stelle eine Holzfällerhütte errichten. Die Fläche bei den Bäumen östlich des Marktplatzes wäre ideal. Neue Siedler kommen aus dem Lagerhaus. Der Holzfäller ist unterwegs, um sein neues Gebäude zu errichten. Ihr könnt zusehen, wie er es baut und danach die Arbeit aufnimmt. Man könnte zum Beispiel auch so machen. Ich liebe diese Ansicht irgendwie, keine Ahnung. Arbeit macht Siedler hungrig, auch unseren Holzfäller. Damit die Siedler Nahrung erhalten, müssen wir eine Jägerhütte nahe des Wildes bauen, das westlich des Marktplatzes lebt. So, das ist aber das im ersten Gebäude so, dass es mehr oder weniger so richtig vorgegeben wird, wo man es hinten bauen muss. Unsere Siedler essen kein rohes Fleisch. Wir müssen eine Metzgerei in der Nähe des Marktplatzes errichten, um Wurst herzustellen. Sehr gut. Die grundlegenden Gebäude sind nun errichtet. Der Jäger wird das Wild erlegen und den gewonnenen Rohstoff ans Lagerhaus liefern. Der Metzger holt das Tierfleisch aus dem Lagerhaus und verarbeitet es in seiner Metzgerei zu Wurst. Die Wurst wird anschließend im Regal vor seinem Haus gelagert. Hungrige Siedler gehen zu einem Nahrungsmittelerzeuger wie dem Metzger, um dort etwas zu essen zu holen. Gibt es keine Nahrung, streiken die Siedler auf dem Marktplatz, wodurch der Ruf der Stadt leidet. Exzellent! Wie ihr wisst, erscheinen neue Siedler, sobald Gebäude errichtet werden. Dies gilt auch, wenn ein schon vorhandenes Gebäude ausgebaut wird. Wählt eine Holzfällerhütte an und drückt die Schaltfläche für Ausbauen direkt über dem Gebäude. Ein neuer Siedler kommt aus dem Lagerhaus, baut das Gebäude aus und nimmt dort anschließend seine Arbeit auf. Folgen wir ihm, bis das Gebäude ausgebaut wurde. Ja. Also, man kann sagen, das Spiel ist sehr für Einsteiger gedacht. Weswegen ich auch sehr, sehr schön finde, dass das mein erstes Computerspiel überhaupt war. Also es ist eigentlich perfekt für Einsteiger geeignet, wenn du absolut gar keine Ahnung von irgendwas hast. Ja. Von außen sieht es dann übrigens so aus. Also es gibt ja auch sehr, sehr viele verschiedene Funktionen, aber trotzdem sehr, sehr schlicht gehalten. Rohstoffgebäude können ihre Rohstoffe nun mit einem Handkarren schneller transportieren. Produktionsgebäude wie die Metzgerei produzieren schneller, wenn dort mehrere Leute arbeiten. Wir haben nun alle Grundlagen für unsere Siedlung gelegt. Doch bevor wir weitermachen, müssen wir genug Nahrung produzieren.
Öffnet die Nahrungsübersicht am oberen Bildschirmrand. Die Nahrungsübersicht zeigt die Menge der Nahrungsrohstoffe in eurem Lagerhaus sowie die Menge der Nahrungsgüter in euren Stadtgebäuden an. So könnt ihr sehen, ob ihr genügend Rohstoffe abbaut und genug Nahrung herstellt. Schließt die Übersicht, indem ihr aber... Wir sollten weitere Jägerhütten und Metzgereien bauen, um genug Würste herzustellen. Bewegt den Mauszeiger über eine Metzgerei, um zu sehen, wie viele Würste dort verfügbar sind. So, ich baue jetzt einfach mal überall schnell aus. Schaden wird es hoffentlich nicht. Huch. Und ich habe zu wenig Holz. Okay. Ist doch immer sehr schön, das steht immer ganz genau in der Mitte. Damit du auch der Letzte weißt, was los ist. Ah ja, und das sind übrigens die Steuereintreiber. Für jedes Stadtgebäude kommt ein Steuereintreiber quasi nachher raus. Reitet dann zu dem jeweiligen Gebäude hin. Und dann kriegen wir das Geld dazu. Genau. Das ist übrigens der Handwagen, von dem vorhin gesprochen wurde. Also ja, klar, die erste Aufgabe ist sehr, sehr schlicht gehalten. Übrigens, so sieht es aus, wenn wir ein Gebiet noch nicht entdeckt haben. Man kann grob erahnen, wie es da aussieht, aber fast schon zu grob. Ich muss aber sagen, ich finde diese erste Aufgabe gar nicht mal so nervig wie beispielsweise in anderen Spielen. Ist halt sehr viel vom Grundwissen. Aber ja. Das Einzige, wo ich ein bisschen Angst habe, ist, dass der Schwierigkeitsgrad halt wirklich zu leicht ist. Also ich muss sagen, ich habe früher wirklich ein paar Mal ein bisschen gehadert. Unsere Siedler sammeln Holz und produzieren Nahrung. Die Grundlagen sind gelegt. Jetzt können wir dafür sorgen, die Siedlung vor Banditen zu schützen. Der nächste Schritt besteht darin, meine Beförderung vorzubereiten. Okay. Jedenfalls, was ich gerade noch sagen wollte, war... Ich habe den Faden verloren. Sehr schön. Dankeschön dafür, Markus. Öffnet die Titelübersicht, indem ihr die hervorgehobene Schaltfläche neben der Übersichtskarte anwählt. Die Titelübersicht zeigt die Bedingungen an, die erfüllt sein müssen, um einem Ritter einen höheren Titel zu verleihen. Ihr könnt das Menü schließen, indem ihr abermals die Schaltfläche an... Junge Markus, euer Aufstieg in den Rang eines Landvogtes ist ein wichtiger Schritt, um diese Lande sicherer zu machen. Eine Fuhre Stein und schicke euch eine Fuhre, damit eure Burg auszubauen. Das lief fast fehlerlos. Ich bringe schlechte Kunde, Markus. Banditen blockieren unsere Steinlieferung. Nun ist es an euch. Nehmt Territorien ein und baut dort Steinvorkommen ab. Der Himmel möge euch schützen. Um Stein abzubauen, benötigen wir einen Steinbruch. Ein solcher befindet sich im Territorium Westwood Curve. Bitte schickt mich rasch dorthin. So. Banditen haben einen Karren erbeutet. Ja, jetzt wissen wir auch, wo die Banditen sich befinden. Nämlich hier. Haben wir ja schon auf der Karte gesehen bei der Erklärung. So, hier kann man jetzt entweder den blauen Pfeilen folgen oder was ich ganz gerne mache. Einfach 10.000 Mal hier draufklicken. Dann weiß auch der Letzte, wo wir hin müssen. Alles klar. Hier waren wir ja schon mal kurz, deswegen wissen wir auch hier, wie es ungefähr aussieht. Und hier sehen wir einen Steinbruch. Das sieht man auch hier auf der Karte. Hi. Um Zugang zum Steinbruch zu erhalten, müssen wir dieses Territorium erobern. Bitte wählt die Schaltfläche Außenposten an und platziert den Außenposten im Territorium, um es einzunehmen. Machen wir uns einfach mal hierher. Ein Arbeiter wird sich vom Lagerhaus aus auf den Weg machen und den Außenposten errichten. Sobald der Bau abgeschlossen ist, gehört das Territorium uns. Das ist der Typ hier. Den kann man auch leider nicht folgen. War eigentlich sehr, sehr interessant.
Aber mir ist eine Sache auf jeden Fall aufgefallen. Das wusste ich gar nicht mehr. Aber hier in der ersten Mission gibt es noch gar keine Kirche. Die gibt es erst ab der zweiten Mission oder so. Normalerweise gibt es nämlich immer drei Gebäude, die immer da stehen von Anfang an. Das ist das Lagerhaus, die Burg und die Kirche. So, jetzt müssen wir den Steinbruch bauen und zack. Der Außenposten wurde errichtet und das Territorium gehört nun uns. Nun können wir zwei Steinmetzhütten bei einem Steinbruch errichten, um dort Stein abzubauen. Ihr könnt übrigens Gebäude drehen, bevor ihr sie platziert. Hm? Wir sollten einen Pfad von der Steinmetzhütte zum Marktplatz bauen. Klickt auf die Schaltfläche Pfad anlegen und bestimmt dann den Start und den Endpunkt des Pfades. Ein kleiner Pro-Tipp, mach den auch bis dahin. Dann laufen nämlich die Siedler jedes Mal hier auf dem Pfad, weil auf den Pferden sind die Siedler schneller, wie wenn sie auf dem Gras laufen würden. Deswegen mache ich eigentlich auch immer einen Pfad, vor allen Dingen, weil ein Pfad nichts kostet. Straßen kann man natürlich später auch bauen, also... Straßen wie solche hier. Die sind aber leider ein bisschen teuer. Die kosten halt Stein. Hast du halt nicht immer unbegrenzt. So, da wir auf jeden Fall die Burg ausbauen müssen. Können wir mal ganz kurz gucken. Ausgezeichnet. Die Steinmetzhütten sind errichtet. Die Steinmetze können mit der Arbeit beginnen. Jetzt, da wir über mehr Siedler verfügen, benötigen wir auch mehr Nahrung. Die Banditen machen es mir unmöglich, euch die Kleidung zu schicken, die eure Siedler benötigen, Marcus. Ihr solltet befehlen, zwei Gerbereien zu errichten, damit eure Siedler sich ihre Lederkleidung selbst anfertigen können. Genau, da kommen jetzt die zwei Gerber und ja, hier bauen wir mal kurz aus, dann geht es ein bisschen schneller, was den Stein angeht. Übrigens, jetzt haben wir hier auch die ganzen anderen Schaltflächen noch hier. Hier sieht man so eine kleine Wetterübersicht und auch welchen Monat wir eigentlich gerade haben. Hier sehen wir unsere Verbündeten oder unsere Feinde. Hier in dem Fall Alandra ist unsere Verbündete. Wer hätte es gedacht. Hier sehen wir unsere ganzen Produktionen. Hier können wir auch... Die Schneider sind bereit. Sobald sie genügend Kleidung produziert haben, steht ihr kurz vor der Beförderung zum Landvogt von Westholm-Marx. Was ich sagen wollte, hier kann man Sachen auch beispielsweise einlagern oder sagen, hey, hier nicht mehr produzieren. Einlagern geht hier scheinbar gerade noch nicht. Doch. Ah, okay, also man kann die Rohstoffe nur sagen, hey, wir brauchen keine mehr. Aber einlagern können wir dann die Güter hier. Das wäre dann hier. Und hier sehen wir nochmal so eine komplette Übersicht. Ihr könnt die Kamera drehen, um euch umzusehen. Versucht es und schaltet dann wieder in den ursprünglichen Kamerawinkel zurück. So, drehen wir die Kamera. Gebäude drehen kann ich eigentlich auch noch zeigen. Beim nächsten Gebäude. Ja. Eigentlich ist es immer besser, einfach so ein bisschen noch ausbauen zu lassen. Holz hat man meistens eh genug und das gibt es eh fast unbegrenzt. Von dem her soll das kein Problem sein. Aber ich habe gerade kein Holz. Seht ihr gerade, habe ich es noch gesagt. Gut, ich habe auch gerade vier Häuser ausbauen lassen, von dem her. Wir besitzen jetzt genug Stein. Wählt die Burg an und baut sie aus. Sobald ihr den Befehl dazu gegeben habt, werden die Siedler erscheinen, um ihn auszuführen. Ja. Und so sieht das Ganze dann aus. Da sieht man auch, um wie viel was erweitert wird. Und dann kommen dann die ganzen Siedler und ja. Es geht mir gut. Richtig gut. Das ist doch schön. Das machen im Normalfall eigentlich auch wirklich alle Siedler. Warum ist gerade bloß dieser eine arme Holzfäller alleine macht? Ah ne, hier, jetzt kommt noch der Metzger damit dazu. Ehrenmänner. Und bei der dritten Ausbaustufe fahren hier die Esel.
Und da fangen sie auch schon an. Sobald alle Materialien dann da drin sind, geht's los. Die Burg sieht beeindruckend aus, Euer Majestät. Wir machen gute Fortschritte. So, es fehlen nur noch zwei Oberteile und dann sind wir durch. Ja, ich habe leider auch nicht wirklich was zu sagen, so gerade. Deswegen baue ich einfach mal weiter Gebäude aus. Damit die armen Leute hier nicht mehr die Steine durch die Gegend schleppen müssen. Ey, das muss auch so eine Arbeit sein. Wäre es nicht an der Zeit, meine treuen Dienste mit einem neuen Titel zu belohnen? Und dies, so sieht die Stadt welche aus. Und so weiter. Noch benötigen die Siedler keine Kleidung. Doch sobald ihr Landvogt von Westholm seid, werden sie danach verlangen. Okay, dann machen wir es doch mal. Wir können mal ganz kurz vorlesen. Es steht eigentlich fast immer das gleiche dran, deswegen lese ich es einmal vor. Gewissenhaftigkeit, Fleiß und harte Arbeit verdienen den gebührenden Lohn. Gegeben an dem heutigen erheben wir euch daher... Ich habe euch treu gedient, Majestät. Wäre ein neuer Titel nicht angemessen? Daher Kraft der uns zur Gebote stehenden Privilegien zum Landvogt. Mit all die zu diesem Titel gehörigen Rechten und Pflichten. Viel Erfolg mit eurem neuen Rang. Mit den besten Wünschen, euer König. Befördern zu Landvogt. Eure Großmut beschämt mich, Majestät. Ich beglückwünsche euch zu eurem neuen Titel, Markus, Landvogt von Westholm. Einige königliche Truppen sind von einer Patrouille zurückgekehrt. Ich werde sie sofort zu euch schicken. Banditen greifen unsere Siedlung an. Hoch. Diese Banditen sind größenwahnsinnig. Gegen unsere Truppen werden sie niemals siegreich sein. Stürmt los! Und so sehen die Kämpfe hier aus. Nun stellen sie für die Siedler und Händler keine Gefahr mehr dar. Sehr schön. Euer Majestät, mit ruhiger Hand haben wir diese Herausforderung glänzend bestanden. Ihr hattet natürlich Hilfe. So. Doch die Frage ist, warum all diese Karren den ganzen Weg von Schallia aus ohne Eskorte zurückgelegt haben. Was geht dort vor? War es das jetzt? Ja, okay. Gut. Warum von Schalia bis zu uns nichts kam? Hier immer so diese kleine Statistik ist Vegetarierwertung 0. Autsch. So. Ja, Schalia. Unsere zweite Mission. Würde ich dann aber sagen, machen wir was im nächsten Part. Ich finde, der Part hat auch eine passende Länge, also... Ich wusste gar nicht mehr, wie lange die aus der Aufgabe ging, aber die ging dann doch ein bisschen länger als gedacht. Und hier übrigens auch dieses Symbol hier kommt immer, wenn man eine Mission geschafft hat und es da dazu wirklich dann noch eine kleine Filmsequenz gibt. Das gibt es immer mal wieder, das finde ich auch sehr, sehr schön. Aber ja, das war's auf jeden Fall mit Part 1 von Die Siedler, Aufstieg eines Königreichs. Wie es jetzt in Schalia dann nachher weitergeht, sehen wir dann. Bis dahin aber, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zuschauen, Likes und Kommentare und bis zum nächsten Part oder auch nicht. Bye!